Um mit dem Panther von Level 13 auf Level 14 zu kommen, müssen wir 20 Gegner im Camp Phoenix töten, ohne entdeckt zu werden. 5 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Phantomtechnik auf dem Testgelände von Golem Island töten und 5 Gegner im Nahkampf töten, ohne entdeckt zu werden. Ich war mal so frei und habe mir hier das Camp Phoenix markiert, einfach damit ich, wenn ich hier so durch die Pampa laufe, dann mich nicht wieder verlaufe und komplett in die falsche Richtung laufe, wie mir das ja, naja, ihr wisst ja, sonst nie passiert. Ich wollte nur vorbeugen. Ja? Also. So, wir haben da einen Gegner. Also nur fünf, steht ja nur 5 Gegner im Nahkampf, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, ich kann einfach zwei erschießen. Und dann den letzten. Wobei, dann bin ich ja entdeckt. Hab ich nicht gut durchdacht. So, wo ist es? Warum nimmt er die Pilze nicht mit? Nimm die Pilze mit! Sind die Pilze voll? Okay. Gut, ich meine, wir haben noch 450 Meter vor uns. Inklusive einem Wildschwein. Einem Ex-Wildschwein. Naja, es ist ja immer noch ein Wildschwein, auch wenn es tot ist, ne? So, und dort sollen wir 20 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Gut. Ich denke, das kriegen wir hin irgendwie. Mit dem Echelon wäre es einfacher, aber. Der Panther ist ja die ursprüngliche, die erste Schleichklasse in Breakpoint gewesen. Von daher sollten wir das damit auch eigentlich ganz easy hinbekommen. Besser wäre es natürlich, da nachts reinzugehen. So, jetzt mache ich mir die Markierung mal weg, denn die stört mich. Ich bin ja jetzt da. So, haben wir noch irgendwas, was ich mitnehmen muss? Nee, haben wir alles. Alles klar. Alles klar. So, ich bin da. Wer noch? So. Gehen wir erstmal ganz unvorsichtig darum. Problem ist halt nur, wenn Leichen entdeckt werden. Die Gegner dann dadurch ja aufmerksamer werden. Toll, ich wollte die da hochwerfen, aber naja, gut. Da ist nichts, alles klar. Dann werfe ich mal noch einen da hinten hin. Ist auch nichts? Da stimmt doch was nicht. Oh, das ist ja gar kein Dach. Nun. Das ist. Oh, eine richtige Deckung gibt es hier auch nicht. Ich mag hier nicht sein. Das ist schlecht, ein schlechter Ort hier. Sehr schlechter Ort. Schlechtes Ort. Schlechtes Ort. So, auf jeden Fall haben wir einen getötet. Bleiben noch 19. Geht auch da hoch. Geht doch. So, hier haben wir aber ein kleines Dach zumindest. Okay, da steht eine. Hier steht keine. Oh. Irgendwo wurde wohl eine Leiche entdeckt. Und ich höre Schritte. Okay, die haben die Leiche da unten entdeckt. Zählt das als entdeckt? Oder? Ja. Die kommen gucken, das ist nicht cool. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist noch uncooler.
Rücke zum Angriff vor! Nein, tu's nicht! Toll. So, war das jetzt entdeckt oder nicht? Wahrscheinlich war es entdeckt, ne? Ja. Gut, dann kann ich mich auch gerade sprengen. So. Dann macht das Ganze nämlich einfach keinen Sinn mehr. Ich wollte eigentlich nicht von hinten ran, sondern von vorne vom Haupteingang. Weil der ist echt gut geeignet. Da sind wir doch auch mit einem Sturmsoldaten oder so hin, ne? Auf jeden Fall mit einer anderen Klasse sind wir dahin. Der ist aber auf der anderen Seite hier. Der Haupteingang war easy, der war cool. Hallo Wildschwein. Hallo Pumba. Oh mein Gott, ist das noch so weit? Ist ja ganz außenrum. Na gut. Nehmen wir halt unterwegs noch eine Kiste mit. Eieiei. Gegner. Sind da überhaupt so viele? Ich meine, müssen ja, ne? Aber ja. Ich habe immer bei solchen Aufgaben irgendwie immer so die Befürchtung, dass gar nicht genügend Gegner da sind. Hallo? Ich kann da nirgends hoch. Toll. So. Hallo, Darling. Ich bin da. Muss ich die nur töten, oder? Ja, ich muss die nur töten. Also kann ich hier auch dann die Simultanschussdrohnen wieder benutzen. Okay. Oh, da oben ist da einer drin. Gewesen. So. Ach, ich habe doch auch noch die Drohne. Ich muss doch gar nicht die ganze Zeit die Sensorgranaten werfen. Ich habe total vergessen, dass ich die Drohne auch noch habe. So, da unten. Ja, wie bei dem anderen auch. Munteres Ringelpiez mit anfassen. Auf jeden Fall zwei. Mindestens. Der da oben gezählt hat, weiß ich nicht. Ich zähle einfach mal noch nicht mit. Hä? Hä? Ich habe doch nicht die Drohne aus... Was? Was? Ich habe Fernglas ausgepackt. Wir sind nicht die Einzigen in der Gegend. Alles klar, wir freuen uns auf Gesellschaft. Ich wollte eigentlich... sowas machen. Nobody there. It is nobody, nobody there. Hey, hey, der Feind greift an. Ich wurde aber nicht entdeckt, oder? Oh shit. Die haben mich aber nicht entdeckt. Oder? Deckung! Der kommt gleich. Oh ne. Bitte keine Unterstützung rufen. Ich habe ein Problem. Oh shit. Verstanden. Ich leite Patrouillen in ihre Richtung um. Okay, jetzt wurde ich auf jeden Fall entdeckt. Ah, Mist, Mann. Du.
Ich sollte mich mehr an meinen eigenen Rat halten. Oder an meine eigenen Ideen. Ich sage immer, oh ja, cool, da kann ich das machen. Und dann mache ich es doch nicht. Jetzt mache ich das aber. Es ist zu verlockend. Protein. Aber warum es mich nicht wieder vorne abgesetzt hat, sondern so seitlich, weiß der Kuckuck. So. Oh, geht doch hoch. Roger, verstanden. Ihr auch. So, da haben wir einen. Mit KI-Kameraden wäre das hier so einfach. Das wäre so lächerlich einfach. Ich rufe sie wieder zurück und schieße selbst. So, da haben wir zwei. Also drei dann insgesamt. Ich muss halt auch aufpassen, dass die Drohne nicht entdeckt wird. So, wo ist der? Der misst da alles ruhig hier. Der steht da hinten dran. Kann ich da von hinten noch ran? Oh, da steht auch noch einer. Okay. Oh, da ist der Generator. Sehr gut. Da oben ist noch einer. Okay. Wo geht der hin? Shit, der kommt. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Ah ne, der bleibt da stehen. Hier ist alles sauber. Hier ist auch alles sauber. Ah ja, alles sauber. Wenn er jetzt weitergeht, habe ich ein Problem. Ne, tut er nicht, alles klar. Dass die selbst die Simultanschuss-Drohnen nicht hören. Finde ich halt so dezent seltsam. Kommt der da oben mal? Gar nicht, ne? Dann schnapp ich mir einfach den da hinten. Also mit der Simultanschussdrohne natürlich. So. Dann haben wir drei. Ich kann leider nicht, während die Simultanschussdrohnen auf ihren Zielen sind. Eine Blendgranate auswählen und werfen. Sonst hätte ich eine coole Idee gehabt. Aber geht halt nicht. So, damit hätten wir 5 insgesamt. Fehlen noch 15. Ist halt hart, ne? Einsprühen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Den da unten erschieße, dann ist die Kacke am Dampfen. Allerdings entdecken die jetzt eh gerade Leichen. Ich hoffe einfach, dass ich nicht entdeckt werde, wenn ich hier so sitze. Es wären jetzt 7, ne? Oh wei. Ich kann den da oben nicht sehen, richtig. 8. 9. Ich hab Angst.
Feind ist hier irgendwo. Das letzte ist Mutantenschrone, glaube ich. Oh shit. Der weiß nicht, wo ich bin. Ja, der weiß nicht, wo ich bin. Der hat keinen Schuss gesehen, gar nichts. Nichts gehört. Ich habe mich ganz leise verhalten. Haben alle Simultanschussdrohnen gemacht. Und dann wirft ihr eine Granate exakt auf meine Position? Was soll dieser Bullshit? Oh, das ist doch echt, sag mal... Aber mir reicht's. Jetzt mache ich ernst. Wie früher auf dem Schulhof. Jetzt mache ich ernst. Jetzt mache ich richtig. Eins. So, scouten. Da steht diesmal gar niemand. Okay. Zwei Stück laufen auf dem Weg. Deren Pech. Ohne Witz, wo sind die alle? Hier ist keiner. Da läuft einer. Ja, also wo ist der hingelaufen? Der steht jetzt an der Ecke, okay. Jetzt geht er wieder hoch. Oder bleibt halt da oben stehen. Und legt sich mal hin. Da oben wollte ich noch gucken, da ist auch keiner. Ist einer drin? Ja, da ist einer drin. Aber sonst nichts hier, ne? Komplett leer. Na gut. Öfter mal was Neues. Schau ich mal, ob ich da hochkomme. Oh Gott. Knapp war's. Ich habe gerade das Ding, diese Mutantenschussdrohne auf irgendeinen geschickt, den ich gar nicht gesehen habe. Ich wollte eigentlich den Funker mit der Drohne erwischen, aber habe irgendjemand anderen erwischt. Kann ich das nochmal machen? Geht das? Na, jetzt habe ich die Drohne weg. Hä? Was war das denn? Also ich kann den immer wieder nehmen. Na gut. Aber ich will den Funker noch. Andererseits, ich kann auch einfach da hochgehen. Denn vom Dach... Jetzt kann ich nicht da hoch. Nein. Lass mich da hochgehen. Kletter doch. Kletter. So, und dann gehe ich aufs Dach. Und daraus habe ich eine bessere Sicht. Zerlege noch ein paar Waffenteile. Schalte das Teil hier aus. Da ist er, der Funker. Ja, erwischt. So, wie weit ist das weg? Nur aufpassen, dass es nicht weiter als 200 Meter weg ist, denn diese Mutantenschussdrohnen gehen ja nur 200 Meter weit. Dann kommen die automatisch zurück. Den schalten wir auch noch aus.
Und dann schauen wir mal mit der Drohne, ob da noch mehr Gegner sind. Oh ja, es sind noch zwei Gegner auf jeden Fall drin. Vier Gegner an diesem Haus noch. Außer die, die ich schon hier markiert habe. Das ist nicht so gut. Wo sind denn sonst noch Gegner? Also da drin war der eine noch, ne, irgendwo. Ja, da sitzt da drin. Da unten laufen zwei. Drei laufen. Nee, ist keiner da. Okay. Also zwei laufen da. Gut. Das sind aber keine 20 dann. Da oben ist noch einer gelaufen. Na gut. Dann müssen wir das noch machen. Hier ist nichts. Wenn die nochmal alle drei zusammen sind, dann zünde ich diese Mutanschussdrohnen und hoffe, dass ich nicht entdeckt werde. Nachher dann. Ich könnte die doch... Oh mein Gott, ich kann die doch einfach alle irgendwo hinlocken. Dann sind diese Mutanschussdrohnen weg, das ist aber egal in dem Fall. Fernglas brauche ich jetzt nicht. Ich... Und Ablenkungsköder. Und eine Sprenggranate MK2. Splittergranate MK2. Da. So, Splittergranate Mark 2. So, jetzt locken wir die einfach alle mal dahin. Ja, das Gebiet sollte durchkämmt werden. Absolut. Bin ich voll deiner Meinung. Kommen sie alle raus, wie... Ja, wie viele denn noch? Das ist ja schon fast lächerlich. Hier ist nichts. Super weiter. Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Wir haben die Herausforderung geschafft, aber Alter, was war das denn? Das war ja schon fast episch. Also das war nicht fast episch, das war absolut episch. Alter, wie geil war das denn? Eieiei. Das war geil. Das hat mir gefallen, das hat Spaß gemacht. So, bin ich jetzt im Kampf? Ja, bin jetzt im Kampf, okay. Gut, kann ich mitleben. Alter. Noch 5 Gegner im Nahkampf, ohne getötet zu werden. Und Phantomtechnik auf dem Testgelände, das ist da unten. Aber 5 Gegner innerhalb des Einsatzes einer Phantomtechnik. Das ist schwer. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Alter. Oh, hallo. Ja, komm, tötet mich. Dann ist der Kampf vorbei. Alter, wie viele waren das auf einem Fleck? Es ging da ja zu wie ein Taubenschlag. Naja, eigentlich nicht. Eher so ein Ameisenbau. Sind sie alle in einer Linie rausgekommen. Okay, so, jetzt darunter. Alter Schwede. Als ich die Granate geworfen habe, dachte ich mir nur so, das muss einfach funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Und wie sich rausgestellt hat, war es absolut gut, die MK2, die Mark 2 Granate zu nehmen, mit dem großen Radius, sonst wäre nämlich die Hälfte der Gegner rausgesprungen aus dem Radius. Mit einer Mark 2 Granate klappt das aber nicht so gut. So, also was nochmal? 5 Gegner innerhalb einer Phantomtechnik. Das heißt... Wobei, ich kann auch mit dem Fallschirm da runter. Was mache ich denn da? Seit wann laufen wir denn hier runter? Sag mal.
Hui. Warum regnet es hier eigentlich immer? So. Okay, wir haben natürlich, und mein Google Home Assistant springt an, weil ich okay gesagt habe. Hier einen. Noch einen. Hier ist nichts. Noch einen. So, brauche ich nur noch zwei. Einer steht da und einer steht da hinten. So, Phantomtechnik. Jetzt sehe ich die Gegner nicht. Alter, wo ist dein Kopf? Zack, da haben wir die fünf Gegner innerhalb einer Phantomtechnik. Bam, so wird's gemacht und nicht anders. Und jetzt müssen wir nur noch fünf Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Kriegen wir natürlich auch hin. Hoffe ich. Also im Nahkampf natürlich töten. Toll, hier entdeckt eine Leiche. Da kann ich den leider schon nicht mehr töten. Im Nahkampf. Keiner da? Okay. Da ist einer. Das Problem ist... Und er hat die Leiche nicht entdeckt? So ziemlich eng unter der Maske, ne? Was? Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Ja, töte mich. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt plötzlich herkam. Ist bestimmt aus dem Häuschen rausgekommen. Ist aber auch egal. Ach ja, geil. Ich glaube, von dem Moment mit der Granate erzähle ich meinen Urgroßenkeln noch. Achso, ist euch übrigens was aufgefallen so an der Grafik? So generell? Nicht viel, oder? Ich weiß nicht. Ich habe mal alles hochgeknallt. Also schon vor der letzten Folge. Hier, ich habe mal alles hier ultimativ und also alles hoch, wie es geht halt, ne? Und performancemäßig läuft es eigentlich echt noch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hatte ja in letzter Zeit immer ein paar Probleme mit meiner Performance. Und ich habe dann festgestellt, durch Zufall, weil einem Kollegen die Grafikkarte, einem Freund ist die Grafikkarte überhitzt. Und da dachte ich, ja, ich guck mal nach, wie es mit der Temperatur aussieht bei meinem Prozessor. Weil die Grafikkarte ist ja neu. Aber der Rechner an sich ist ja schon ein paar Jahre alt. Und da dachte ich, ich guck mal nach, wie es da mit der Temperatur aussieht. Und da habe ich dann festgestellt, dass die fast ans Limit kommt. Also so 98, 99 Grad, das war schon ziemlich heftig. Und dann dachte ich mir, hey, schraube ich das Teil mal auf, mach neue Wärmeleitpaste drauf, puste mal den Lüfter durch mit Druckluftspray. Und ja, die Wärmeleitpaste war absolut, also richtig eingetrocknet. Oh nein. Ich mich sehen. Okay, hab ich nicht gesehen. Gott sei Dank. Da kommen zu viele. Oder? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding. Verdammt, jetzt muss ich hier weg. Gebiet sollte durchkämpft werden. Tja, jetzt habe ich ein Problem. Gut, ich komm gleich mit. Ich wollte das Ding werfen. Hier ist nichts. Suchen weiter. Was sollte man besser bezahlt werden? Hier ist nichts. Suchen weiter. Ach du Scheiße. Steh schon auf, Mann. Na toll. Ich habe die Leiche entdeckt. Ich muss hier weg. Oh Mann. Ja, und als ich den Lüfter durchgepustet habe mit dem Spray, sind so richtige Staubfetzen rausgeflogen, so richtige Stücke. Und
Ja, da dachte ich mir so, ja gut, da könnte es vielleicht dran gelegen haben. Hab das alles nochmal schön sauber zusammengebaut. Was macht er denn hier? Hey! Hey! Und er? Warum sind die nicht da unten geblieben? Gut, ich zieh mal weiter. Ja, und jetzt ist im Moment, ich habe jetzt sogar den Übertaktungsmodus an, bei dem ist der Rechner vorher abgestürzt. Ein Übertaktungsmodus mit 4,8 GHz. Und ja, ist im Moment jetzt Maximaltemperatur. Jetzt, das läuft die ganze Zeit schon, während ich spiele, 91 Grad. Also zwei Kerne 88, einer 89 und einer 91 Grad. Und es läuft echt gut. Und vorher hatte ich die Grafik nur auf sehr hoch. Hatte sie nicht mehr auf Ultra, konnte ich nicht mehr spielen. Und es läuft eigentlich echt gut jetzt hier dafür, dass es ultimativ ist. Und ich bin richtig froh. Werd mir trotzdem bei Gelegenheit irgendwann mal noch eine neue CPU gönnen. Hab so einen i9 9900K, glaube ich, ins Auge gefasst. Wenn das der ist, der auf denselben Sockel passt wie der 7700K, den ich drin habe. Ist aber von der Leistung halt her einfach das Dreifache von meinem. Weil das ist so, die CPU ist so das, was in der Regel bottleneckt. Hier läuft jetzt, weil es alles auf Ultimativ steht, die Grafikkarte komplett am Limit. Also nicht komplett, aber ja, man sieht schon die Tendenz, wo es hinläuft. So, da haben wir einen. Da haben wir keinen. Da einen. Nein. So, den kriegen wir easy. Da oben läuft noch einer rum. Den dürften wir theoretisch auch relativ easy kriegen. Da steht auch einer. Eins, zwei, drei. Einen haben wir schon, also wären das vier. Wo wäre der fünfte? Da. Nein, das ist ein Schwergewicht. Naja, den fünften würden wir auch noch finden, ne? Wenn es denn soweit ist. Zuerst würde ich den hier versuchen. Ich hoffe, der dreht sich erst nicht um, wenn ich da hochklettere hinter ihm. Hier ist was faul. Ich glaube, da sind noch welche. Warum kann ich den nicht... Nachsehen. Ich konnte keinen Nahkampfangriff im Liegen machen. Geht wohl nur im Dreck. Aber gut, so. So, da ist der. Dritte dann. Was? Oh nein, warum beginnt er denn jetzt die Durchsuchung? Nee, jetzt habe ich schon wieder so ein blödes Ding geworfen. Shit. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Ich muss mich mehr konzentrieren, wenn ich diese Teile da werf. So. Okay. Nummer 4. Es fehlt nur noch einer. Es fehlt nur noch einer. So, ich setze mich jetzt hier hin und scoute nochmal ganz in aller Ruhe mit der Drohne. Da steht einer. Guck mal. Oh, da stehen zwei. Das ist nicht so gut. Ich brauche wirklich einen, der einzeln steht. Denn ich will kein Risiko eingehen, dass ich dann auch doch noch entdeckt werde. Oh, das sind Skill-Credits. Da steht noch einer. Und da. Gut, wenn ich das Schwergewicht töte. Gleich mit einer Simultanschussdrohne. Um gar kein Risiko einzugehen. Dann müsste ich an den linken der beiden, also an den, der näher zum Ausgang, zum Rand der Basis steht,
eigentlich easy rankommen. Da habe ich natürlich keine Sicht von hier. Da ist er. So. So, hat von denen irgendeiner irgendwas mitgekriegt? Nein. Dann kann ich mir den schnappen gehen. Sehr gut. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es waren dann auch wirklich 5. Unentdeckt. Würde mich ärgern, wenn es nicht so wäre. Hallo. Und? Ja, das war's. Nice. Haha. Sehr geil. Jetzt geht ja wirklich die Umgebung durchsuchen. Es sind sogar 2 hier. So. Nice. Ja, wir sind auf Level 14. Alles tutti. Was müssen wir denn als nächstes machen? 10 Gegner im Raketensilo töten, ohne entdeckt zu werden. 4 Gegner im Außenposten töten. Zweimal 4 Gegner ohne einen einzigen Fehlschuss und 3-mal töten sie 3 in 4 Sekunden in der Scandium-Mine auf Golem Island. Also 3 Gegner in 4 Sekunden und das auch noch 3-mal. Okay, gut, das ist ätzend. Aber ja, nice. Ha. War eine sehr geile Folge. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.